Besonders darf ich in aller Namen Sie, sehr geehrter Professor Korte, willkommen heißen, gleichsam aus unserer Nachbarschaft hier zu uns nach Münster gekommen, um zum Thema Wählen und Regieren in der Coronakratie politische Beobachtungen am Krisenrand zu sprechen. Wir freuen uns, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Ein besonderer Willkommensgruß gilt auch Ihnen, liebe Frau Rutz, Sie gemeinsam mit Ihrem Mann, der maßgeblich für die Planungen dieser Abende auch verantwortlich ist, aus der schönen Lüneburger Heide in das noch schönere Münster gekommen sind. Ein Gruß und zugleich auch ein Dank schon jetzt gilt Ihnen, sehr geehrter Herr Schmidt von Evonik Industries. Von Beginn an haben Sie diese Veranstaltungsreihe finanziert. Sie haben es sich auch nicht nehmen lassen, immer auch den Empfang im Anschluss daran zu finanzieren, weil es Ihnen ein Anliegen ist, dass wir in unserem St. Paulus-Dom auch die Möglichkeit geben, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, dass wir uns eine Meinung bilden können. In der Heiligen Schrift heißt es, Jesus sagte es zu seinen Kritikern, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gottes, was Gottes ist. Auch als Christinnen und Christen haben wir den Auftrag zu wählen, zu unterscheiden zwischen dem, was gut und richtig ist, und zwischen dem, was vielleicht nicht gut ist, wem wir besser nicht folgen sollten. Christinnen und Christen stehen mit beiden Beinen auf dem Boden, aber haben den Blick auch zum Himmel gewandt. Aus unserem Glauben heraus haben wir einen Auftrag, diese unsere Welt zu gestalten und es möglich zu machen, dass wir in einem guten Miteinander hier leben können. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen gilt es doch, auf das Gemeinsame zu schauen, auf das, was wir brauchen, auf das, worauf es ankommt. Und es gilt zu unterscheiden, welcher Meinung wir folgen, welcher Meinung wir Raum geben. Darum ist es gut, dass wir uns in diesen Tagen mit der Demokratie beschäftigen, sie in den Blick nehmen. Und in der letzten Woche haben wir sehr mahnend von Frau Müller gehört, gewöhnt euch nicht daran. Es ist nicht selbstverständlich, in einer Demokratie leben zu dürfen. Sie tut uns allen gut, weil sie uns ein Miteinander ermöglicht und auch ein Füreinander. Und von daher freue ich mich auf diesen Abend, freuen wir uns, die vielen, die gekommen sind und die zugeschaltet sind, zeigen es Ihnen, sehr geehrter Professor Korte, freuen wir uns auf Ihre Ausführungen und ich bin mir sicher, dass wir bereichert aus dem Dom wieder herausgehen werden und uns auf dem Domplatz beim Empfang viel auch zu sagen oder auch einander zu erzählen haben. Sehr geehrter Professor Korte, ich darf Sie nun bitten um Ihren Vortrag. Ja, liebe Wählerinnen, liebe Wähler, darum geht's ja. Oder soll ich lieber sagen, liebe Geimpfte, liebe Nicht-Geimpfte? Ich hätte nie gedacht, dass mit so einer Anrede über Impfstatus man ganz viel auch über Einstellungen zur Politik erfahren kann. Wenn Sie sich daran erinnern, wann Sie sich damit auseinandergesetzt haben, sich impfen zu lassen oder auch die Nachricht bekommen haben, geimpft zu werden, das hat bei Ihnen etwas ausgelöst im Verhältnis zu diesem Staat, zu dieser Politik. Und Sie sehen, wie unterschiedlich man mit dem Impfen umgegangen ist weltweit. Wenn wir uns die Briten angucken,
Seefahrernation, abenteuerlich unterwegs, Draufgänger. Das nannte man dann Notfallzulassung. Bei uns war das anders. Gründlich, moralisch abgewogen, bautechnisch perfekt, Impfzentren. Wahrscheinlich hat jedes Impfzentrum bis heute auch eine sehr gültige Brandschutzordnung. Nur was uns fehlte, war über viele Monate der Impfstoff. Sie sehen daran, wie unterschiedlich politisch-kulturell wir mit bestimmten Themen umgehen, die uns prägen. Wir sind die Sicherheitsdeutschen, anders als andere. Und so wählen wir auch. Wir können improvisieren, meinen wir. In Wirklichkeit tun wir impfpriorisieren. Zwischen impfpriorisieren und improvisieren sind nur drei unterschiedliche Buchstaben. Aber sie markieren viel an dem, wie wir politisch agieren und wie wir auch wählen. Und gerade im Sommer jetzt kann man das ja wieder erkennen, wenn wir Mut haben, wieder Urlaub zu buchen. Das, was uns Deutsche von anderen unterscheidet, ist, dass die Vorfreude auf den Urlaub immer damit verbunden ist, auch eine, wie könnte man es anders sagen, Reiserücktrittsversicherung mit abzuschließen. Das ist schon pervers in der Vorfreude. Sicherheitsdeutsche in jeder Linie. Und so wählen wir. Und ich kann Sie einfach beruhigen, das möchte ich auch heute Abend. Wir haben keine dramatische Richtungsentscheidung vor uns, wie in manch anderen Ländern. Die Franzosen bald zwischen Macron und Le Pen beispielsweise. Oder die Amerikaner ja zwischen Nationalpopulisten Trump und dem Liberaldemokraten Biden. Große Auseinandersetzung. Und Trump sieht sich wahrscheinlich bis heute noch immer als die Summe aller Männer. Narzisstischer kann man gar nicht auftreten. Und bei uns geht es um Baerbock, um Scholz und Laschet. Also vielleicht ein demokratisches Luxusproblem angesichts der europäischen, internationalen Auseinandersetzungen, wenn es um Wahlen geht. Deswegen fürchtet euch nicht. Passt ja hier. Ich habe es nicht mehr nachgeschlagen, aber glaube ich, Matthäus, oder? Ja, er nickt. Fürchtet euch nicht. Selbst 2017 mit einer polarisierten Auseinandersetzung, leidenschaftlich beim Thema Migration, Flüchtlinge, haben 73% der Deutschen am Ende die politische Mitte gewählt. Beneidenswert, bewundernswert aus europäischer und internationaler Perspektive. Deswegen habe ich Ihnen im Blick auf Hoffnung, Zuversicht 4 Thesen mitgebracht, die ich ein bisschen ausführen möchte. Die erste lautet, das Virus entscheidet die Wahlen. Es war nicht vorhersehbar, dass wir einen Wahlkampf haben, der nicht unter Wütenden stattfindet, sondern eine geimpfte Republik antreffen. Das ist jetzt schon erwartbar, aber das war es vor Monaten nicht. Wer sich als Personal vorgeschoben hat und am Ende Kandidat geworden ist, hing auch durchaus mit Verschiebungen von Parteitagen zusammen. Welche Themen hochkommen, wie wir Krisenlotsenschaft beurteilen, alles spielt direkt oder indirekt mit dem Virus, hängt mit dem Virus zusammen. Auch der Parteienwettbewerb, wenn Sie sich vorstellen, woher letztlich die vielen Prozentwerte für die FDP kommen, dieses neue Gelbfieber, was sich entwickelt im Moment, durch eine kooperative Oppositionsarbeit. Beim Thema Virus haben sie sich wieder nach oben gearbeitet. Also ich kann viele Beispiele bringen, auch aus der Wahlkampfplanung im Blick auf Mobilisierung. Es ist eine Sonderwahl, die durch die Pandemie bestimmt wird, ganz eindeutig.
Aber als Unikat ist es natürlich auch dadurch, dass es die erste Bundestagswahl ist ohne eine Titelverteidigerin. Und an den Werten, die sich im Moment herauskristallisieren, merken Sie, dass wir wissen, wenn Wahlbenachrichtigungen kommen, dass die Wahl ansteht, dass wir erst jetzt registrieren, dass Merkel nicht mehr antritt. Das erklärt viel an Veränderungen der Daten in den letzten 10 Tagen. Und wenn sie nicht mehr antritt, ist das nicht nur eine Frage, dass man sich damit auseinandersetzen können, Männer auch Kanzler, sondern eher die Frage, ist das nicht eine kulturelle Zäsur, die damit einhergeht? Wem übertragen wir das gleiche Vertrauen in den Politikbegriff, in das Politikverständnis, das viele Wählerinnen und Wähler mit Merkel verbinden, wenn sie nicht mehr da ist? Für viele ist Merkel eben und der Merkelismus Politik an sich situationsbezogen, empörungsresistent, bis an die Schmerzgrenze nüchtern, nie leidenschaftlich, deeskalierend, ein Ruheregiment in Person. Und vielleicht kann man hier auch sagen, so etwas wie protestantische Armutsästhetik, die diesen Stil geprägt hat, dient der Sache gemäß, nicht auf Machtgebaren Wert zu legen, wie gerne das Männer ja tun. Das ist, was wir damit verbinden. Und dieser Merkelismus einer vernunftgeleiteten Politik gibt es dann nicht mehr. Auf wen übertragen wir das in unserer Erwartungshaltung zukünftiger Politik? Und gleichermaßen hängt damit auch zusammen, dass wir schon beobachten, dass sie großartig war, weltmeisterlich in der Beschreibung von Wirklichkeiten. Wirklichkeitsgehorsam, den sie, wenn sie es morgens erfahren hat, versucht hat, mittags abzuarbeiten. Aber ohne Möglichkeitssinn. Wer sich dem Möglichkeitssinn entzieht und nur bei Wirklichkeiten bleibt, beschreibt keine Gestaltungsziele. Ohne Ziele kein Streit. Und ohne Streit auch Merkelismus. Das sind die Kehrseiten einer eher unpolitischen Epoche, in der wir im Moment uns deshalb auch erst wieder an Streit und Auseinandersetzungen gewöhnen müssen. Ein Unikat auch deshalb, weil eine krasse Wechselstimmung im Moment nicht messbar ist. Es gibt diese Sehnsucht nach einem neuen Auftritt. Es gibt diese Sehnsucht nach Veränderung, aber gleichermaßen auch nach Stabilität. Es gibt diese Veränderungsmüdigkeit, die uns durch Corona getragen hat, endlich wieder Normalität zu erleben. Und so haben wir beides ringend, Status quo Stabilität und die Sehnsucht, etwas zu verändern. Idealtypisch als Deutsche machen wir daraus Koalitionen. Beides miteinander zu verbinden, den Mut, den Furor der Veränderung in Wahlen zu übersetzen, hatten wir nur einmal mit Rot-Grün. Ein einziges Mal haben wir bei einer Bundestagswahl aus dem Stand 2 Oppositionsparteien in Regierungsverantwortung gewählt. Ansonsten ist immer ein Partner aus der alten Regierung wieder bei der neuen dabei, kontinuitätsverbürgend, wie Sicherheitsdeutsche offenbar wählen. Es fehlen uns insofern Analogien aus der Wahlforschung angesichts dieser Unikatwahl in pandemischen Ausnahmezeiten. Aber die Konstellation, dass die Wähler nach bestimmten Mustern wählen, macht die Sache erwartbarer im Blick auf die Mittigkeit des Ergebnisses. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, der zweiten These. Wähler haben das Wahlverhalten von spätmodernen Konsumenten. Die Kundendemokratie. Mehr nutzenorientiert zu wählen, was ist mein Nutzen? Weniger bindungsorientiert, was gibt mein Milieu, meine Gruppe vielleicht dafür her? Paradoxes Kundenverhalten, dass die gleichen Kunden, die hier beim Discounter einkaufen,
zwei Stunden später in der teuersten Ladenpassage von Münster auch anzutreffen sind. In einer Person also unterschiedliche Muster von Konsumverhalten. Das passt zu Wechselwählern. Über 50% Wechselwähler hatten wir bei der letzten Wahl. Und das wird sich vermutlich nicht verringern, sondern eher zunehmen. Für viele klingt es auch wie ein modernes Bekenntnis, nicht zugeben zu müssen, dass man immer das Gleiche wählt. Viele erinnern sich aber auch nicht immer daran, was sie beim letzten Mal gewählt werden und werden so zähltechnisch zu Wechselwählern. Manchmal ist es gut, Nachwahlbefragungen zu haben, weil man dann noch genau weiß, was man gemacht hat und nicht erst eine Nacht noch drüber schläft. Auch so wird man manchmal zu Wechselwählern. Mir kamen die Koalitionswähler, die strategisch versuchen, Stimmen zu splitten. Wir haben natürlich zunehmend auch Nichtwähler, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eben sozial benachteiligten Milieus entspringen und damit auch einen Indikator für soziale Spaltungen darstellen. Aber als Wählertypen gibt es natürlich auch Zugangsdefinitionen, die über Wahlbeteiligung, über Alter erkennbar sind. Wenn wir nochmal den Gedanken aufnehmen, wie veränderungsbereit wir sind, dann zeigt die Zahl 15% darauf, dass 15% der Wahlberechtigten jünger als 30 Jahre sind bei der kommenden Wahl. 15%. Die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler sind im Seniorenalter und die meisten im Durchschnitt 57 Jahre alt. Also genau das Alter, in dem man neu anfängt, alles verändert, in dem man dynamisch sein Leben nochmal hinterfragt. Oder eher nicht, wenn ich Ihre Reaktion richtig interpretiere. Das erklärt viel, warum man sicherheitsdeutsch, strategisch, Status quo, Stabilität orientiert wählt und nicht so sehr auf die überraschende Veränderung setzt. Wählerische Wähler sind nicht unbedingt Orientierungsnomaden, aber sie haben ein paradoxes Verhalten. Viele wollen, dass sie bei jeder Entscheidung sehr intensiv beteiligt werden. Moderne Partizipation. Die gleichen wollen aber, dass sie am Ende auch Entscheidungen miterleben, die schnell fallen. Geht nicht. Das eine oder das andere. Viele sind sofort dafür zu sagen, die mehr verdienen, sollen auch mehr Steuern zahlen, deutlich mehr. Wenn ich am Ende der Veranstaltung frage, bleiben doch bitte alle mal hier, die etwas mehr verdienen, dann gehen alle. Paradoxes Wahlverhalten. Nicht nur rational, nachvollziehbar. Wählerinnen und Wähler, und ich schließe mich da ein, sind oft kognitive Versager, Anwesende ausgenommen. Bei Ihnen ist es ja so, ich sehe das Ihnen an, Sie haben die Wahlprogramme sich längst offline besorgt. Auf dem Tisch ausgeschnitten, die Themen, die Sie interessieren, synoptisch am Mittagstisch diskutierend ausgebreitet. Sie kennen Ihre Direktkandidaten, Sie haben mit Ihnen allen gesprochen. Das ist die informierte Wahlentscheidung. Stimmt, ist das hier so. Aber in Wirklichkeit ist es so nicht. Es ist nicht die informierte Wahlentscheidung, sondern es gibt viele Filter, wie man am Ende zu einer Wahlentscheidung kommt. Und fast immer geht es um ein Gefühl, bei den Siegern dabei zu sein, die es gerade geschafft haben, die 5%. Oder die Stimme, die den Ausschlag gibt, in einer Regierung bilden zu können. Wähler sind Fans des Erfolgs. Und Wähler lieben, immer bei den Favoriten dabei zu sein. Ob nun ehrlich oder unehrlich. Und Sie können das psychologisch leicht erklären, durch Gruppenverhalten. Wenn Sie, ein beliebiges Beispiel, diese Wertstoffsäcke
Wertstoffmüll einfach mal montags rausstellen, was passiert dann? Ja, andere stellen ihre Tonne daneben. Fans des Erfolgs. Und so wählen wir auch. Man kann das psychologisch durchaus auch erklären. Es gibt andere Muster, die eine Rolle spielen, was Sicherheitsdeutsche ausmacht. Den Sog der Mitte, der uns offenbar beeindruckt und von anderen Ländern auch unterscheidet. Die Corona-Prämie prämiert dabei geradezu die politische Mitte. Die wenigen Wahlen, die wir unter Corona-Bedingungen ja analysieren konnten, Stuttgart, Mainz, Magdeburg, sie waren Macht-Revitalisierungsprogramme. Sie haben immer den Amtsbonus gestärkt der jeweiligen Amtsinhaber. Sie haben die Mitte gestärkt, bunter gemacht. Aber sie haben die Extreme deutlich verkleinert, schrumpfend geradezu. Die AfD, die ihren Zenit zu diesen Themen bei diesen Wahlen klar überschritten hat. Und das in Ausnahmezeiten. Das ist ein Muster, was sehr interessant auffällt auf dem Wählermarkt. Es gibt andere Muster, Typen. Nicht nur lange Amtszeiten, lange Kanzlerschaften, die uns von anderen unterscheiden. Auch Typen, dass wir keine Changemaker wählen, wie sie europäisch vorfindbar sind. Diese jungen Kennedys, smarte, slim-fit-Generationen. Bei uns nicht. Eher die Extremisten des Normalen. Eher der Typus, bei allem Respekt vor dem Beruf, den man vielleicht mit Büroleiterscham umschreiben kann. Das lieben wir, so wählen wir. Und das Bekannte, nicht das Unbekannte. Wer transportiert jetzt das bekannte, merkelige Sicherheitsgefühl? Wer übersetzt das, dass wir uns dort so wohlfühlen, dass wir ihn oder sie wählen? Das ist die Frage, die das Muster zu klären hat, gerade angesichts einer Auswahl, die wir haben von prekären Kanzlerkandidaten. Mit prekären Kanzlerkandidatenschaften, keine Kanzlerkandidaten der Herzen, ganz offensichtlich. Denn der Eindruck ist ja bei den meisten, der weit verbreitete Eindruck, dass in der Union und den Grünen der Kanzlerkandidat vielleicht falsch gewählt ist. Bei Olaf Scholz ist der weit verbreitete Eindruck, dass die Partei vielleicht falsch gewählt ist. Muster, die dahinter liegen, die manchmal auch sehr banal sind, wie Alliterationen, die wir auch so gerne haben, als Ankerheuristik. Bei der SPD ganz einfach, immer wieder zu erkennen, wenn sie bestimmte Namen haben, die immer wieder auftauchen, die mit SCH beginnen, ne? Mit Schröder und Schmidt und Schulz und Scholz, so naheliegend, auch das als Muster zu wählen. Alles Möglichkeiten zu wählen. Und dann nicht nur den Wählermarkt, sondern auch den Koalitionsmarkt, der im Moment ja sehr in Bewegung ist. Alles sieht danach aus, dass der Zweite am Ende Sieger werden könnte. Drei halbstarke Parteien ringen um 20%. Ergänzt mit der FDP gibt es sehr viele Möglichkeiten, am Ende Dreierkoalitionen hinzubekommen. Vielleicht müssen wir auch auf Neugründung afrikanischer Staaten warten, um wieder neue Flaggenkunden benutzen zu können. All das hinterlässt natürlich auch große Nachdenklichkeit bei uns als Wählerinnen und Wähler. Zu Recht ist jetzt hier ein Ton, denn das kommt einem vor wie ein Lotteriespiel. Wenn wir bei der Regierungsbildung nicht beteiligt werden, und das sind wir ja nicht, sind wir nur Zuschauer, wissen wir gar nicht, was mit unserer Stimme passiert. Wenn eine Koalition ist, die zweite Bundestagswahl, ohne eine Koalitionsaussage, niemand will mit der AfD zusammenarbeiten, aber die anderen Möglichkeiten sind ja vielfältig. Wenn das nicht ausgesprochen wird, wenn Sie also auf Koalitionssignale hören müssen und angeleitet durch guten Journalismus Sie vielleicht auch erkennen, fällt es uns sonst schwer zu wissen, was vielleicht mit meiner Stimme passiert. Der Koalitionsmarkt ist in Bewegung und vermutlich läuft es jetzt auf drei
Parteien hinaus und vielleicht nach 1976 das erste Mal, dass der stärkste im Bundestag, die größte Fraktion, nicht den Kanzler oder die Kanzlerin stellt, aber, und das ist ja Teil meiner zweiten These, von insgesamt 4, es bleibt mittig. Meine dritte, wir sind privat zufrieden und öffentlich oft unzufrieden. Dafür gibt es viele Gründe. Einer hängt damit zusammen, dass wir die Rollenerwartung an den Staat oft verändern. Unter Pandemiebedingungen sind wir ja staatsfrömmig geradezu geworden, staatsselig. Über Nacht ist Politik geadelt worden. Wir haben auf die Politik gesetzt, die idealerweise Diesseitiges für uns löst, manchmal auch in der Erwartung, Jenseitiges zu lösen. Das ist natürlich eine vollkommene Überforderung. Und Sie sehen die Phasen der Pandemie, große Zustimmung bis Januar, Februar, März. Jetzt haben wir gedacht, wir leben in einer Bananenrepublik. Hier klappt überhaupt nichts. Aber das Verhältnis zum Staat hat sich verändert. Auch die Wahrnehmung des Staates, dass er wichtig ist, ist geblieben und wird uns auch weiter begleiten. Wir haben uns auch gewöhnt an das kuratierte Regieren. Eine Art von betreutem Regieren, Auswahl für uns. Und die Entscheidungen werden vorgelegt, nach Informationen auch entschieden. Und der Staat bleibt extrem wichtig. Aber er enthält auch viel Frustpotenzial für uns. Weil wenn er nicht mehr sichtbar ist, ist das genauso schlimm, als wenn er zu viel sichtbar ist. Wenn ein Staat nicht mehr sichtbar ist, weil wir Staatliches nicht mehr erkennen können, das kann eine Bank sein, die nicht mehr existiert, das Krankenhaus, was zu weit weg ist, die Bushaltestelle, die nicht mehr existiert, dann entsteht auch eine politische Einsamkeit. Politisch einsame Menschen wählen immer extrem und extremistisch. Jeder Cent, der diese politische Infrastruktur als staatliche Infrastruktur aufrechterhält, ist gut investiert, um die Demokratie weiter zu schützen. Aber es gibt ein anderes Phänomen auch für Unzufriedenheit. Das hängt damit zusammen mit der Coronakratie. Wir müssen ja aus der Distanzdemokratie erst wieder Nähe lernen. Wir konnten als Wohlstandsgesellschaft mit Mangel und können damit auch nicht gut umgehen. Mangel an Impfstoff, Mangel an Nähe, das kann richtig wehtun, wie wir alle erfahren haben. Und das gilt ja auch für Politik. Aus der Distanz zu agieren, Distanzformate aufzubauen, kann nur begrenzt wirklich funktionieren. Ich vergleiche das oft mit so einem Drehtüreffekt, den wir ja kennen, um in bestimmte Häuser rein oder rauszukommen. Die heißen offiziell Vereinzelungsanlagen. Also die Vereinzelung, Drehtüreffektiv, war hilfreich, nicht nur um in ein Gebäude rein oder rauszukommen, sondern im übertragenen Sinne, um uns den Abstand haltend, lebendrettend, wirksam zu werden. Aber wer sammelt uns wieder ein? Jeder, der so vereinzelt dort rauskommt, hat oft gedacht, mich hört keiner, mich sieht keiner, niemand nimmt mehr auf mich Rücksicht. Das war eine pandemische Erfahrung von vielen und das wirkt nach. Gemeinwohl kann sich aber nur entwickeln, wenn wir uns wieder versammeln, nicht nur hier. Und wenn wir gemeinsam versuchen, auch diese Vereinzelung zu überwinden. Es gibt einen dritten Akzent auch bei diesem Unzufriedenheit, den ich mal mit der politischen Kommunikation übersetzen möchte, mit dieser Frühdigitalisierung, in der wir leben. Gemessen an den Erfahrungen mit anderen Medien ist das Digitale jung, frisch, neu. Und vor allen Dingen mit den asozialen Medien, in denen Gegenöffentlichkeiten sich ausbilden können, in denen Unzufriedenheit sich eher sammelt. Es fehlt die Sortierinstanz, die aus gutem öffentlichkeitsverstandenen Journalismus Gatekeeper-Funktionen für uns übernimmt, Deutungsautoritäten ausübt. Es fehlt auch der Faktor Zeit im Umgang mit Kommunikation. Es geht immer um Sofortismus, jetzt und gleich, überall Medien.
Früher ist man aus dem Haus gegangen und war weg. Niemand ist mehr weg. Mit den Dingern in der Hosentasche oder Handtasche sind sie immer da. Das löst ja fast aus auf Politik, auf Kommunikation. Publikumsempörung ist nicht mehr identisch mit Medienempörung. Und wir regen uns so gerne auf. Aufregungsdemokratie, die dadurch lebt, durch diese Momentum viraler Informationen, die nicht nach Relevanz bewertet werden, sondern nur nach Lautstärke, nach Verbreitung. Es gibt schon Aufregungs-Apps, falls Sie mal wollen, dass Sie sich einfach spontan aufregen, kann ich Ihnen die auch empfehlen. Und für die Demokratie geht es ja nie nur um Bestätigung in einer Meinungsblase, sondern um die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen. Das potenziert sich aber, weil niemand mehr die Auseinandersetzung mit anderen sucht, sondern in der eigenen Blase kommuniziert. Das ist moralischer Autismus im hohen Maße und nicht förderlich für die Qualität von Demokratie. Wir reden deshalb über unterschiedliche Wirklichkeiten. Welche Wirklichkeit ist denn wirklich? Wenn wir uns nicht darauf verständigen, was wir als Wirklichkeit definieren, angesichts vieler unterschiedlicher Öffentlichkeiten, Gegenöffentlichkeiten auch, können wir auch nicht sagen, welches Problem wir politisch sofort lösen wollen, was für uns das Wichtigste ist. Die Verständigung ohne den Wirklichkeitsgrund macht es insofern sehr schwierig, für Politik zu argumentieren. Und der Unsinn ist natürlich auch unterwegs. Im Moment geht es ja sehr stark in den Medien darum, in den asozialen Medien, die Islamisierung an Grundschulen zu geißeln. Gemeint ist, dass dort zuerst die arabischen Zahlen gelebt werden. Sie sehen Schwarmdummheit in Reinform. Und es gibt die Logik des Binären, die vom Digitalen auch ausgeht, was für die Demokratie auch relevant ist. Nur Gut und Böse, Zackigkeit, Entschiedenheitsprosa, Eindeutigkeitssehnsucht, Klarheitssuche und damit gleichzeitig keine Akzeptanz für Kooperation, für Kompromisse, für Konsens. Und auch die Institutionen leiden darunter, wenn man andere Meinungen einfach wegklicken kann oder eine andere Meinung wischen wir weg. Bei Institutionen, bei denen es darum geht, Mehrheiten zu organisieren, sehen wir Erschütterung von Organisationsformaten durch digitale Kommunikation. Was bleibt, ist an uns selbst gerichtet, Medienmündigkeit zu entwickeln, um damit umzugehen, es einordnen zu können. Denn die Qualität von Öffentlichkeit ist maßgeblich für die Qualität unserer Demokratie. Beides hängt sehr eng zusammen und die Pluralisierung von Öffentlichkeiten muss gelebt und gelernt werden. Und noch etwas löst Unzufriedenheit aus, natürlich hybride Protestformate. Berechtigte und Unberechtigte. Natürlich ist es sehr berechtigt, Fridays for Futures zu erleben, eine große soziale Bewegung, die für sich etwas einsetzt. Und daneben auch berechtigte Anti-Corona-Demonstrationen für Menschen, die existenziell sich bedroht sahen durch das, was mit der Lockdown angerichtet hat. Dann gibt es aber auch das Sickergift von der AfD, die vom Verfassungsschutz deshalb beobachtet wird, weil sie die Delegitimierung der Demokratie betreibt, offensiv. Auch Protestformate. Und es gibt viele Verschwörungserzählungen, kuriosester, irrationalster Art, die Freude am Irrationalen geradezu ausbreitet und man sich selbst als Licht sieht, die neue Helligkeit, die von einem selbst offenbar ausgeht, dem Rausch des Irrsinns. All das sammelt Wutvorräte öffentlich an. Aber auch wenn sie eruptiv sind, sie sind nicht wirklich größer geworden. Sie sind differenzierter geworden. Sie sind, auch wenn sie klein sind, oft gut inszeniert. Sie sind oft laut, obwohl sie wenige sind, clever angelegt. Wichtig ist aus meiner Sicht nicht nur zu erkennen, dass es Einzelne sind, nicht Massen, sondern dass es vieles Berechtigtes gibt. Wir müssen uns wieder gewöhnen, mit Konflikt und Streit zivilisiert umzugehen.
Wir sind entwöhnt unter der Serie von großen Koalitionen, in denen Opposition keine Rolle mehr spielt. Das ist die Lindenstraße in Serie. Große Koalition, Diskursallergie auslösen, politische Ökumene in Serie. Opposition brauchen wir nicht. Bis ins Kabarett haben wir uns daran gewöhnt, dass die abweichenden Dinge so eingeordnet werden müssen, dass auch politisches Kabarett ausgewogen sein muss. Also wenn wir uns daran gewöhnen, wieder zu streiten, andere Meinungen zuzulassen, laut sie zu akzeptieren und nicht denken, dann geht die Demokratie gleich unter, ist das auch ein Gewinn für die Demokratie in der Auseinandersetzung. Natürlich gibt es die Versuchung des Autoritären, die Sehnsucht nach der ordnenden politischen Kraft. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder den Vorbehalt, dass unsichere Wähler keine unsicheren Politiker wählen. Also muss man schon aufpassen. Und das Krisenlotsehafte bei den Kandidaten erklärt sich auch durchaus mit diesem Momentum. Meine vierte und letzte These. Die Bundestagswahl entscheidet auch über den Zustand der resilienten Demokratie. Die Widerstandsfähigkeit. Und wir sollten die Parteien daraufhin befragen, dass sie das auch anbieten. Wir kennen aufklärerische Art, durch die Pandemie den reparaturbedürftigen Nachsorgestaat. Wir brauchen aber den lenkenden, schützenden, klugen Vorsorgestaat. Und das geht mit Resilienz, mit den Dingen, die wir kennengelernt haben. Um bedingungslose Daseinsvorsorge zu organisieren, um die Reformvorhaben, die anstehen, darauf zu prüfen, der Rettung eine Richtung zu geben. Die Vorerfahrungen sind nicht schlecht. Beispielsweise kann doch niemand mehr sagen, irgendeine politische Entscheidung ist alternativlos. Keiner der großen Glaubenssätze hat die Pandemie überstanden. Hätten Sie gedacht, Binnengrenzen in Europa für Güter und Menschen kann man noch mal schließen? Hätte ich nicht gedacht. Haben Sie gedacht, Dienstleistungen im Homeoffice funktionieren? Schwarze Null, war da was? Also Glaubenssätze sind gepurzelt. Wer das erlebt hat, wird auch in Zukunft sagen, daraus erwächst eine progressive Kraft, etwas verändern und gestalten zu können. Niemand kann kommen, es geht nicht. Alles geht. Und wir haben auch erlebt, wie Solidarität gewachsen ist. Ohne Solidarität, vernunftgeleitete Solidarität, ich schütze mich, halte Abstand, hätten wir das millionenfach nicht überstanden. Und der Wert der Freiheit ist für uns viel sensibler, bewusster geworden. Wenn man uns einmal jetzt über Monate das so intensiv genommen hat, dann werden wir aufpassen, wer es uns nicht zurückgibt oder wer es wieder versucht, uns zu nehmen. Die Wertschätzung der Freiheit nimmt in dem Moment zu, in dem man sie uns genommen hat. Auch das finde ich kein Nachteil. Und Karlsruhe hat gut mitgewirkt. Erstmals ein paradigmatisches Urteil, nicht um junge Generationen im Umweltschutz zu schützen, nein, viel grundsätzlicher, das Freiheitsbudget ins Zentrum nochmal zu rücken und zu sagen, das gilt in der Politik zu beachten. Insofern ist Politik der Zukunft immer daran auszurichten, dass das Grundgesetz als Freiheitsgestaltungsraum bleibt und alles andere wäre verengt. Resilient bleiben wir, wenn wir uns auf alles einstellen, was passieren kann und da vorbereitet sind. Das sagt sich leicht, aber es ist auch ein gedanklicher Prozess. Wissen zuzulassen für Entscheidungen, zu lernen, fehlertolerant zu sein, Vielschichtigkeit und Vielheit zu lieben, weil nur aus der Verschiedenheit heraus ich immer in der Lage bin, neu zu agieren und damit die Unberechenbarkeit auch zu akzeptieren, die eben grundsätzlich passieren und entsteht, wenn das Unwahrscheinliche zu managen ist. Und darum geht es ja im Moment. Sie sehen das an der Abfolge der Themen von Corona bis zu Afghanistan. Also überraschungsresistent zu werden, wäre eine große Möglichkeit. Verunsicherungsfähigkeit zu üben, ist Teil der Resilienz. Und fängt bei uns selbst an. Es ist vielleicht am Ende so, dass Sie den intelligenten Umgang eines Politikers, oder ich will es anders formulieren, Sie erkennen den Politiker insofern als modernen Politiker gerade daran,
wie intelligent er mit Nichtwissen umgeht. Denn er weiß ja nicht, was auf ihn zukommt. Nur wir wollen, dass er damit umgehen kann, was auf ihn zukommen könnte. Also auch unter Resilienzbedingungen besteht, wenn wir das annehmen, Zuversicht. Insofern, Wahlen, und das ist mein Schluss, sind ein verlässlicher Gradmesser des Vertrauens. Und viele Millionen werden wählen, trotz doppelter Verlustängste, Verlust von Merkel, Verlust von Jogi Löw. Wir werden irgendwie drüber hinwegkommen müssen. Und meine Thesen sollten Sie beruhigen, nicht in Angst zu verfallen. Angstweltmeister sind wir ohnehin, sehr geübt. Niemand hat so eine Angstlust wie wir, sonst wären nicht so viele Krimis abends zu ertragen. Die modernste Angst ist die Reichweitenangst, wie weit reicht mein hybrides Fahrzeug oder mein Elektromobil. Das ist Wolfs Erwartungsland, Angst. Und Angst ist schlecht für die Demokratie, ganz schlecht. Übervorsicht führt dazu, die Freiheit oft lieber einmal zu viel einzuschränken, aus Angst die Sicherheit sonst zu gefährden. Nein, die Demokratie ist eine optimistische Staatsform. Wir wählen Zuversicht. Wahlen sind keine Erntedankfeste, eine Abrechnung mit dem, was geleistet wurde, sondern wir wollen, dass Problemlösungen der Zukunft erledigt und abgearbeitet werden. Daraus ergeben sich immer Aufträge. Also, es hängt auch von uns ab, von Wählerinnen und Wählern, nicht den Tagessaldo nur zu belohnen, sondern längerfristige Vorhaben, vielleicht auch Zumutungen durchaus zu belohnen. Vielleicht lohnt auch zu missionieren in diesem Kontext einer Kirche, passt das ja für die Demokratie. Fürchtet euch nicht, gehen Sie zur Wahl. Vielen Dank.
weiter, lieber Professor Korte. Das aufmerksame Auditorium hat Ihnen gezeigt, wie interessant Ihr Vortrag, wie nachdenklich Ihre Worte, aber wie ermutigend auch Ihre Ausführungen waren. Das Wissen darum, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, bei allen Aufgeregtheiten, bei allen Empörungen doch sehr viel Gutes geschenkt bekommen und dass wir vertrauensvoll auch in die Zukunft schauen dürfen, aber es eben auch an uns ist, zu wählen und wen wir wählen und was uns wichtig ist. Es darf nicht bei der Empörung bleiben, es muss hinführen auch zur Partizipation. Antoine de Saint-Exupéry hat einmal gesagt, die traurigste Rolle, die ich kenne, ist die des Zuschauers. Zuschauer bewegen nicht. Zuschauer gestalten nicht. Es braucht keine Zuschauer, es braucht Zupackende, sich Einmischende, Mitdiskutierende, Gestaltende. Wir danken Ihnen, Herr Professor Korte, für Ihre Ausführungen und eben auch dafür, dass Sie eine wunderbare Überleitung geführt haben zum Fürchte dich nicht. Denn das kommt sehr häufig in der Heiligen Schrift vor. Und Christsein und Angst haben passt nicht zusammen. Sie sehen hier vor uns die brennenden Kerzen vor der Gottesmutter. Wir haben am Sonntag ihre leibliche Aufnahme in den Himmel gefeiert. Auch das erste Wort ihr gegenüber galt, fürchte dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Ein Wort, das uns allen gilt, fürchte dich nicht, du hast bei Gott Gnade gefunden. Und geschmückt ist sie in diesem Jahr mit vielfältigen Kräutern, weil am Fest Maria Himmelfahrt die Kräutersegnung ein guter Brauch ist. Hinweis auf die heilende Dimension des Glaubens, dass Gott uns gut tun will, heil machen will, aber eben auch Ermutigung, das Gute in der Schöpfung, unsere Talente, Fähigkeiten, all das, was Gott uns gegeben hat, zu nutzen, um das hier und heute lebenswert, lohnenswert und auch genießenswert zu gestalten. Wir haben gerade gehört aus der Kantate zur Ratswahl, segne die, so uns regieren, die uns leiten, schützen, führen. Als Christinnen und Christen ist unsere Versicherung das Wissen um die Nähe Gottes. So darf ich Sie alle einladen, mit mir gemeinsam das Vaterunser zu beten und durchaus heute auch für die Regierenden, für die Frauen und Männer in Verantwortung. Und wir alle wissen, wenn wir nach Afghanistan schauen, wenn wir in andere Krisenherde unserer Welt schauen, dass es geistgeführte Frauen und Männer in der Politik braucht, damit unsere Welt eine gute Zukunft hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, wir danken dir für unser Zusammensein heute Abend. Wir danken dir für einen jeden und eine jede in aller Unterschiedlichkeit. Hilf uns, aufeinander zu hören,
ermutige uns, einander Respekt und Wertschätzung entgegenzubringen und führe uns zusammen, auf dass wir in aller Verschiedenheit doch diese eine unsere Welt gestalten, auf dass wir in ihr leben können, auf dass die Menschen Zukunft haben, auf dass wir Leben in Fülle erfahren. Darum bitten wir dich in Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. Und so segne, behüte und begleite euch und all die, die ihr im Herzen tragt, der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nehmen Sie bitte Platz, weil es gibt ja noch Musik und ein paar kurze Worte noch von mir. Natürlich ein herzliches Dankeschön. Sie haben schon am Programm gemerkt, dass sich unser Domorganist, Herr Thomas Schmitz, sehr viele Gedanken macht und sich mit den Themen auseinandersetzt, die wir hier auch hören, gestalten. Johann Sebastian Bach aus der Kantate zur Ratswahl. Vielen herzlichen Dank, Herr Schmitz, für die Gestaltung und heute Abend natürlich. Ein Dank an Frau Stefanie Felslauer, Sopran, an Midori Gata, Violine und an Herrn Hans-Jürgen Schicht, an Violoncello. Viele andere ermöglichen unser Zusammensein, ob es die sind, die die Reservierung vorgenommen haben, ob es die sind, die den Stream vorgenommen haben, ob es der Sakristan ist. Viele andere tun Dienst, auf dass wir einen solch schönen Abend hier auch verbringen können. Nicht zuletzt die, auch draußen von den Alexianern, die sich freuen, wenn wir gleich auch die Einladung zum Empfang annehmen und dort noch gemeinsam miteinander verweilen. Und schließlich noch mein Hinweis, gleich beim Herausgehen, halten Sie bitte Abstand. Sie kennen das ja, wir haben es eben ja auch schon gehört. Und wenn Sie Abstand halten, dann haben Sie die großartige Möglichkeit, an unseren Klingelbeutel nicht einfach so vorübergehen zu müssen, weil sich schon jemand anderes da herandrängt. Denn dank der Finanziers von Evonik können wir Sie einladen, ein Sozialprojekt zu unterstützen. Herr Kort hat eben von Medienmündigkeit gesprochen, aber es braucht dann auch mündige Medien. Und wir unterstützen gemeinsam mit Missio oder wir wünschen uns eine Gabe für die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten im Krisenstaat Mali, auf dass dort Menschen auf rechte Weise informiert werden, auf dass dort mündige Medien auch geschaffen werden können, auf dass auch dort diese Medien ihren so wichtigen Beitrag für ein gutes Miteinander der Menschen und auch für ein gutes sich entwickeln der Regierung dort ermöglichen. Ihnen einen herzlichen Dank schon jetzt für diese Ihre Gabe. Und jetzt wollen wir wieder die Musik sprechen lassen oder zuhören. Vielen herzlichen Dank und wir sehen uns gleich draußen auf dem Domplatz. Oh,